herzliches Willkommen, Herr Minister Dobrindt, Fraktionsvorsitzender. Wir sind hier auf bayerischem Boden. Herr Minister Dobrindt, ich bin ja nun selber lange in Bayern gewesen und für die Eisenbahn verantwortlich gewesen. Jetzt seit 20 Jahren bei der Eisenbahn, deswegen ist es für mich auch was persönlich, was ganz, ganz Besonderes, heute hier zu sein. Immer wenn ich nach Bayern zurückkomme, in dem Fall nach Oberfranken, fühle ich mich zu Hause. Dann kann ein solcher Versprecher schon mal passieren. Ich freue mich deswegen ganz besonders, dass wir hier heute zusammengekommen sind, weil wir mit der heutigen Fahrt 106 Tage vor der Inbetriebnahme oder 2 Tage vor der Inbetriebnahme der Strecke und auf diesem Abschnitt zwischen Bamberg und Erfurt ja auch zum ersten Mal tatsächlich 300 km/h schnell fahren, also die Höchstgeschwindigkeit der Strecke ausnutzen, wir insbesondere für die 3 Sprinterzüge, die wir fahren werden. Wir haben im Übrigen auch vorgesehen, dass wenn wir dort erfolgreich sind, diese 3 Sprinterzüge durchaus auch 5 Sprinterzüge, nämlich zwischen München und Berlin zu betreiben, zu erhöhen und dann unter 4 Stunden zwischen München und Berlin zu fahren, dass ein tatsächlicher Quantensprung für die Eisenbahn ist, mit allen anderen Dingen, die diese Strecke hier auszeichnen. Wir bauen diese Strecke ja vor allem für die Kunden und dafür, dass wir deutlich mehr Kunden vom Automobil und dem Flugzeug in das ökologischste Verkehrsmittel bekommen, nämlich die Deutsche Bahn. Wir wollen unseren Marktanteil mit dieser Strecke verdoppeln und darüber hinaus und sind der Auffassung, dass die Eisenbahn mit dieser historischen Strecke deutlich konkurrenzfähig gegenüber dem Pkw und dem Flugzeug sein wird. VD8 ist in vielerlei Hinsicht ein Projekt von historischem Ausmaß. Die Zeit ist viel zu kurz, um auf alles einzugehen. Und der Herr Drescher, der Projektleiter, bei dem ich mich mal an der Stelle stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen, die daran gearbeitet haben, ganz herzlich bedanken möchte. Denn das ist nicht nur das größte Infrastrukturprojekt in der Geschichte der Deutschen Bahn. Es bietet die größte Angebotsverbesserung, die wir haben seit 1994, weil ja 35% des Fernverkehrsangebotes um diese neue Strecke herum neu gebaut wird. Sie kostet 10 Milliarden Euro, ist also ein sehr, sehr schwerwiegendes Projekt auch in dieser Hinsicht. Und es bietet die besten innovativsten Lösungen, die die Bautechnik derzeit zu bieten hat. Und wir sind pünktlich und exakt im Kostenrahmen fertig. Auch das ist, glaube ich, aller Erwähnung wert. Herr Drescher, Sie haben mit Ihrer Mannschaft 22 Tunnel gegraben auf dem Abschnitt zwischen Bamberg und Erfurt und 29 Brücken gebaut. Das macht eigentlich genau diesen Abschnitt zum anspruchsvollsten in diesem Projekt. Wenn Sie so wollen, bauen wir unter den Bergen hindurch und über die Täler hinweg und Sie werden an der Strecke die Bauingenieur und Gehörkunst, die dafür notwendig ist, in Augenschein nehmen können. Und Herr Drescher steht Ihnen natürlich auch für alle Spezialitäten, die dazu interessant sind, Rede und Antwort. Rund 17 Millionen Menschen profitieren von diesem Angebot. Das heißt, es ist tatsächlich auch nicht das, kein Prestigeobjekt, sondern es ist ein Objekt für die Kunden, die wir von der Straße, von dem Flugzeug in die Eisenbahn bekommen wollen. Und ich bin ausgesprochen dankbar und stolz, dass wir das jetzt entsprechend realisieren. Sie ist aber auch eingebettet in ein umfangreiches Fahrplankonzept und die Verknüpfung mit dem Nahverkehr. Erfurt wird zu dem Knoten, Nahverkehrs- und Fernverkehrsknoten in der Mitte Deutschlands. Tatsächlich das, was wir früher mal gesagt haben, in jede Stunde in jede Richtung, also in alle 4 Himmelsrichtungen in die Republik verknüpft. Auch sicherlich ein Riesenfortschritt. Darüber hinaus, damit will ich schließen, ist auch mit dieser Strecke endgültig die Digitalisierung des Eisenbahnverkehrs Einzug erhalten. Ein komplett neues Signalisierungssystem. Sie werden kein einziges Signal mehr auf der Strecke sehen, sondern wir bauen hier in der modernsten ETCS-Technik. Und insofern, Herr Minister, das ist, glaube ich, auch erwähnt wert, möchte ich mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken, dass die Bundesregierung sich so vehement für den Bau dieser Strecke eingesetzt hat. Und Sie sind ja auch immer derjenige gewesen, der gesagt hat, dass die Eisenbahn das Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts werden kann, wenn die Digitalisierung entsprechend Einzug erhält. Hier ist das exemplarisch gelungen
Und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich und bitte Sie um Ihr Wort. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Huber, sehr geehrte Damen und Herren, als allererstes mal ganz herzlich willkommen, dass Sie heute hier dabei sind bei einer Premierenfahrt mit 300 km/h. Das ist in der Tat etwas ganz Besonderes, weil es einen neuen Rekord aufstellen wird. Einen Rekord von München nach Berlin unter 4 Stunden. Eine Zeit, auf die man auch die Fahrzeit, auf die man lange gewartet hat, dass man sie erreichen kann. Wir brauchen heute über 6 Stunden und wir wissen, dass dieses neue Angebot, das die Bahn ab Dezember zur Verfügung stellen wird, mit dem Sprinter von München nach Berlin, die Attraktivität der Bahn nochmal deutlich steigern wird und dies zu erheblichen Kundenzuwächsen kommt. Herr Huber hat darauf hingewiesen, dass er Marktanteile neu erschließen will mit diesem Angebot. Wir rechnen damit, dass wir von 20% Marktanteil auf 40% Marktanteil uns steigern können. Was heißt das konkret in Passagierzahl, in Fahrgäste? Von bisher 1,8 Millionen Fahrgäste, die im Jahr auf der Strecke fahren, will die Bahn zukünftig auf 3,6 Millionen Fahrgäste kommen. Das heißt, es wird eine echte Kampfansage an die anderen Verkehrsmittel gemacht, vor allem auch an das Flugzeug. Und ich bin mir sicher, dass der attraktivste Weg zukünftig von München nach Berlin die Bahn ist. Und ich gehe davon aus, dass wir auch diesen Rekord, den wir gemeinsam erreichen wollen, mit 3,6 Millionen Fahrgäste Zug um Zug sogar weiter steigern können, indem man die Fahrgäste und Kunden der Bahn von diesem Attraktivitätsangebot überzeugen kann. Wir sind jetzt im Endspurt eines Marathonlaufes, der ja seit 1991 begonnen hat. Und dass man dabei im Kosten- und Zeitrahmen geblieben ist, ich glaube, das ist bei der Komplexität dieser Strecke durchaus wert, erwähnt zu werden. Herr Huber hat darauf hingewiesen, wie anspruchsvoll diese Strecke ist mit ihren 27 Tunneln, 37 Talbrücken, mit dem längsten Bahntunnel Deutschlands, den Blesberg-Tunnel mit seinen über 8 Kilometer Länge. Das alles war in dieser Rekordzeit und mit diesen 10 Milliarden Euro zu realisieren. Und auch nur mal den Hinweis gegeben, diese 10 Milliarden Euro, das ist die Hälfte der Mittel, die man bei den VDE-Mitteln für die Bahn ausgegeben hat. Das heißt, es war mal eine Gesamtsumme von 40 Milliarden Euro vorgesehen für alle Verkehrsträger, die Hälfte davon für die Bahn und davon diese 10 Milliarden für diese Strecke VDE 8. Das passt in unsere Gesamtstrategie, die modernste Bahn zu schaffen. Wir haben zu Beginn dieser Wahlperiode Rekordmittel für die Deutsche Bahn und die Schienensystem der Bahn zur Verfügung gestellt, sowohl mit der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung als auch mit den Regionalisierungsmitteln, als auch mit den Mitteln zur Modernisierung der Bahnhöfe. Und wir haben vor allem den Finanzkreislauf Schiene geschaffen, der dazu führt, dass jeder Euro der Dividende der Bahn wieder direkt in die Schiene investiert wird. Ich betone das deswegen so ausdrücklich, weil ich erst letzte Woche wieder gelesen habe, dass eines der größten Probleme des Systems Schiene ist, dass die Bahn die Dividende an den Bund abzuführen hat. Das sind Berichte aus vergangener Zeit. Wir haben es in dieser Wahlperiode geschaffen. Es war die Initiative meines Hauses, dafür zu sorgen, dass die Dividende im Finanzkreislauf Schiene zu 100% in die Schiene reinvestiert wird und nicht im Bundeshaushalt untergeht. Wir haben die Strategie leise Schiene geschaffen. Wir halbieren den Schienenlärm bis 2020 auf dem
ganzen Streckennetz. Und wir haben die Strategie Schiene digital geschaffen. Wir können zukünftig mit WLAN in allen Klassen und allen Zügen im Fernverkehr unterwegs sein. Und wir haben damit ja auch Pilotprojekte auf den Weg gebracht zum digitalen Planen und Bauen. Und jetzt kommt der Masterplan Schienengüterverkehr, der auch die Wettbewerbsposition der Bahn deutlich stärkt. Wir haben ihn umgesetzt, der wird die Trassenpreise halbieren und damit die Schiene deutlich wettbewerbsfähiger machen zu anderen Verkehrsträgern. Unser Ziel ist es, dass wir die modernste Bahn in Deutschland haben, die es jemals gegeben hat, mit noch mehr Qualität, noch mehr Service, noch mehr Pünktlichkeit und noch mehr Kundenorientierung. Das hier ist eines der besonderen Beispiele, wo man dies eindrucksvoll auch betrachten kann. Und meine Damen und Herren, ich freue mich sehr darauf, dass wir Deutschland schneller und enger miteinander verbinden mit der neuen Strecke VDE 8. Und jetzt freue ich mich, dass wir gemeinsam im Zug unterwegs sein können, Interviews führen können im Führerstand und wir müssen unbedingt die 300 km/h erleben. Das heißt, also machen wir uns auf den Weg. Herzlichen Dank und jetzt noch ein Fotomotiv mit Herrn Huber.